Endlich geht's weiter mit unserem Community-Song. Nachdem es letzte Woche leider ausgefallen ist, schauen wir uns diese Woche die Vocals an. Ich versuche, das Beste, was ich irgendwie hinkriege, aus meinem Gesang rauszuholen. Und eure Einsendungen sind auch schon mit dabei. Also viel Spaß. Hi, ich bin Yannick von Adamant Music. Auf diesem Kanal findest du super viele Videos zu sämtlichen Themen, die für dich als Musiker relevant sind. Unsere Mission ist es, dir dabei zu helfen, im modernen Musikbusiness so richtig durchzustarten. Wenn du es also noch nicht getan hast, dann lass gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt erstmal ab ins heutige Video. Letzte Woche ist das Video zu unserem Community-Song ja leider ausgefallen. Nochmal sorry dafür, ich habe einfach die Zeit dafür nicht gefunden. Dafür freue ich mich jetzt aber umso mehr, dass es endlich weitergehen kann. Diese Woche schauen wir uns wie gesagt den Gesang an. Nochmal vorab, ich bin definitiv nicht der größte Sänger, deswegen versuche ich jetzt einfach das Beste aus meinem Gesang irgendwie rauszuholen. Mal schauen, wie es am Ende klingt. Definitiv werde ich da noch ein bisschen rumschrauben müssen. Aber ich gebe jetzt einfach mein Bestes, nehme den Song nochmal von A bis Z komplett neu auf. Wie gesagt, die Vocals werden jetzt nochmal ausgetauscht, den Rest haben wir ja schon gemacht. Und dann kommen im zweiten Schritt auch noch eure Einsendungen mit dazu. Da habe ich nämlich wirklich geniale Gesangsspuren von euch bekommen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Die packen wir dann eben im zweiten Schritt noch mit dazu. Und dann kannst du am Ende vom heutigen Video mal eine Demoaufnahme hören, komplett ungemixt noch. Aber dafür mit meinen endgültigen Vocals und natürlich auch mit euren Einsendungen. Also lass uns direkt anfangen, mehr gibt's dazu erstmal nicht zu sagen. Ich probiere jetzt einfach rum und versuche echt das Beste irgendwie rauszuholen. Mal schauen, wie es wird. Los geht's. Wir haben es jetzt 40 Gesangsspuren und eine mehr oder weniger kaputte Stimme später. Ich habe jetzt quasi mal nochmal alles von A bis Z neu aufgenommen, inklusive Harmonien, irgendwelchen Backings, alles mögliche. Wie gesagt, 40 Gesangsspuren. Lieber nehme ich immer gerade beim Gesang ein bisschen mehr auf als zu wenig. Da kann man es vielleicht dadurch später nochmal ein bisschen größer machen. Falls ich es nicht brauche, kann ich es ja immer noch löschen. So 100% zufrieden bin ich noch nicht. Die Strophen finde ich ganz cool, die Bridge finde ich ganz gut. Beim Refrain, habe ich gerade gesagt, ist mir die Stimme jetzt, glaube ich, ein bisschen abgekackt. Ich glaube, da muss ich jetzt einfach für heute Schluss machen leider. Morgen oder übermorgen nochmal dran gehen, den Gesang vielleicht im Refrain nochmal machen. Mit dem Rest bin ich eigentlich soweit happy, aber ich glaube eben, dass man aus dem Refrain vielleicht nochmal ein Stückchen mehr rausholen kann. Das ist ja wirklich der Teil vom Song, auf den es echt ankommt und der, glaube ich, finde ich zumindest auch am besten ist. Demnach sollte ich da auf jeden Fall versuchen, das Bestmögliche irgendwie hinzubekommen. Aber ich merke es jetzt schon, meine Stimme lässt total nach. Ich bin kein Sänger, ich kenne mich damit null aus leider. Vielleicht hätte ich mir irgendwie Gesangsstunden nehmen sollen, aber wie auch immer. Ich versuche da das Beste rauszuholen. Morgen oder übermorgen mache ich nochmal weiter. Dann kommen eure Einsendungen noch drüber und dann hören wir uns den kompletten Song an. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, der zweite Tag Vocal Recording. Vielleicht hörst du es ein bisschen. Heuschnupfen, scheiße. Ich probiere jetzt trotzdem mal, ob ich ein bisschen was noch rausholen kann. Ansonsten schaue ich, ob ich vielleicht mit den Demo-Aufnahmen noch irgendwie arbeiten kann. Mal schauen, irgendwie versuche ich das Beste jetzt hinzukriegen. Also, die Spuren sind jetzt mal im Kasten. Ich glaube, für die Aufnahmen und vor allem für meine Fähigkeiten ist es ganz gut. Jetzt schaue ich nochmal, ob ich irgendwo was rausholen kann. Vielleicht nochmal mit den Demo-Aufnahmen, wie gesagt. Vielleicht ist da was Cooles dabei. Mal schauen. Aber soweit, glaube ich, kann man das ganz gut stehen lassen. Ich bastle jetzt also noch ein bisschen rum und dann kommen im nächsten Schritt noch eure Vocals dazu. Und dann können wir mal reinhören. Die Rohaufnahmen stehen jetzt. Eure Vocals sind auch mit dabei und ich bin echt begeistert, was wir gemeinsam hier geschaffen haben. Zuallererst nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Ihr macht den Song zu dem, was er ist. Gleich kannst du ihn dir komplett anhören. Das ist für mich jetzt erstmal das vorläufige Ende für die Produktion. Vielleicht fallen uns später irgendwie noch ein paar Kleinigkeiten ein. Wenn du was weißt, gerne in die Kommentare. Aber für mich ist das jetzt soweit erstmal die Rohaufnahme sozusagen. Und damit ist der Song und die Ansichtproduktion fertig. Beim nächsten Mal geht's dann mit dem Mixing los. Vielleicht hörst du es jetzt dann in der Aufnahme schon. Das ist einfach noch viel zu viel und völlig überladen aktuell. Da muss ich auf jeden Fall von null nochmal ran und da echt soundtechnisch erstmal aufräumen und dann versuchen noch das Beste aus dem Sound rauszuholen. Das schauen wir uns aber wie gesagt das nächste Mal an. Erst kommt das Mixing, dann noch das Mastering, da habe ich noch eine kleine Überraschung. Das war's jetzt aber wieder erstmal für das heutige Video. Gleich im Anschluss kannst du dir wie gesagt nochmal den kompletten Song anhören, so wie er aktuell ist. So, das kommt davon, wenn man nicht auf den Akku des Mikrofons achtet. Dann stellt man einfach später im Schnitt fest, dass er leer war.
Also jetzt nochmal kurz, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir natürlich gerne deine Meinung in den Kommentaren da. Ich bin immer sehr, sehr dankbar für Feedback, Wünsche, Kritik etc. Und auch hier nochmal die Frage, so wie ich es das letzte Mal beim Artwork auch schon gestellt habe. Wenn du möchtest, dass ich bei der Produktion auch nochmal ins Detail gehe, dann kann ich das im Nachhinein sehr, sehr gerne noch machen. Jetzt kann ich es einfach nicht einschätzen, wie viel davon wirklich für dich interessant ist. Also schreib mir doch deine Meinung dazu auch gerne unten in die Kommentare, dann kann ich es gerne noch nachholen, außer dir reicht es so, wie es jetzt ist. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und auch vielen Dank an alle, die was eingesendet haben. Wenn du es noch nicht getan hast und die nächsten Videos nicht verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem aktuellen Stand des Songs. Take a deep breath, spit it out. Stand up and sing it loud. This is who we are, this is who we'll be. Get ready, world, this is what you'll see. We're gonna rise up. I believe we're gonna rise up. No doubt we're gonna. Whoa, whoa, whoa. Remember our name, we're changing the game. We're gonna rise up. I believe we're gonna rise up. No doubt we're gonna. Tonight.